Das ist der pure Selbsthass. Also es sind Gedanken wie, ich bin nichts wert, die ganze Welt ist schlecht. Vom Selbstbewusstsein her ist dann nichts übrig. Also es ist so, als wäre man Abschaum. Es sind private und vor allem düstere Einblicke in Merle Meyers frühere Gedankenwelt. Jahrelang lebt die heute 42-Jährige mit einer Depression. Aufenthalte in einer Tagesklinik und Antidepressiva werden zum traurigen Alltag. All das hilft ihr aber nicht und Merle beschließt, sich das Leben zu nehmen. Am Frühstückstisch saß ich mit meinen Eltern und habe meinen Vater gefragt, ob wir joggen gehen wollen. Und er musste sich erst noch umziehen. Und ich bin dann nach dem Frühstück schon vorgelaufen und habe die Tür hinter mir zugemacht, habe nicht nochmal mich nach hinten umgeblickt oder irgendwie einen Zettel hinterlassen mit Abschiedsworten. Da war der Sinn gar nicht da, das war nur der Wunsch nach dem Tod. Sie klettert auf einen Strommast, fast an die Leitung, doch sie überlebt den Stromschlag, schwer verletzt. Dass sie lebt, darüber ist Merle heute sehr glücklich, auch wenn sie seitdem im Rollstuhl sitzt. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Nach dem Suizidversuch bekommt Merle eine neue Medikation verschrieben. Und obwohl ich in dieser verheerenden Situation war, dass ich jetzt auch noch behindert war und auch noch überlebt hatte, ging es mir auf einmal besser. Und ich habe gespürt, ich habe wieder Lebensmut. Seitdem fragt sich Merle immer wieder, ob ihr Suizidversuch mit einer anderen Medikation und einem anderen Therapieansatz hätte verhindert werden können. Ich hätte mir im Nachgang, wenn ich heutzutage gefragt werde, hätte es mir wohl geholfen, in einer Selbsthilfegruppe für Depressionen teilzunehmen. Weil ich denke, dann hätte ich wenigstens gesehen, dass es Menschen gibt, die genauso leiden wie ich. Weil ich damals immer gedacht habe, nur ich bin es, die so leidet und keiner kann nachvollziehen, wie es mir wirklich geht. In Deutschland leiden mehr als 5 Millionen Erwachsene an einer Depression. Und die Tendenz ist steigend. Betroffene müssen teilweise monatelang auf einen Therapieplatz warten. Ein Zustand, der lebensbedrohlich werden kann. Denn nicht selten führt eine Depression in den Suizid. In Niedersachsen ist die Versorgungslage von Depressionspatienten unzureichend. Das stellt eine aktuelle Studie der AOK Niedersachsen fest. Umso wichtiger also, dass es alternative Anlaufstellen für Betroffene gibt, wie das Bündnis gegen Depressionen. Für einen depressiven Menschen hinter einem Psychotherapieplatz hinterher zu telefonieren, ist sehr, sehr schwer. Und da motivieren wir die Leute sozusagen auch, dran zu bleiben. Denn die Psychotherapie ist ja die eigentliche Behandlungsform der Depression. Und die Medikamente lindern die Symptome zwar vorübergehend, aber der Kern oder der Hauptweg der Behandlung sozusagen ist eben die Psychotherapie. Die lange Wartezeit, laut dem Bündnis gegen Depression das Kernproblem bei der Versorgung von depressiven Menschen. Deswegen fordert der Verein schon seit Jahren mehr ambulante Angebote. Wir wissen zum Beispiel heute auch, dass durch diese zeitliche Verzögerung, dass die Menschen so spät in Behandlung kommen, natürlich auch Chronifizierung, die Symptomatik sozusagen schwieriger und schwerer wird und wir sozusagen mehr schwerere Verläufe der Depressionen haben und die dann eben auch eventuell stationär behandelt werden müssen. Außerdem müsste es laut dem Bündnis vor allem auch mehr Therapeuten geben, die von der Kasse bezahlt werden. Denn eine Therapie privat zu zahlen, können sich viele Menschen schlichtweg nicht leisten. Die Problematik dürfte sich laut der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen in den nächsten Jahren noch verschärfen. Wir gehen davon aus, dass es in einigen Jahren auch in unserer Profession zu wenig neu ausgebildete PsychotherapeutInnen geben wird, obwohl sehr viele junge Menschen in diesen Beruf streben. Dies liegt zum einen daran, dass auch bei uns PsychotherapeutInnen die geburtenstarken Jahrgänge verstärkt in den Ruhestand gehen werden. Zugleich kommt aber noch eine spezifische Herausforderung hinzu. Der Gesetzgeber hat die psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung 2020 neu geregelt, ohne hierfür die Finanzierung zu sichern. Auch Merle sieht die Missstände im Umgang mit Depressionspatienten. Sie wünscht sich vor allem mehr niedrigschwellige Angebote. Ich denke, diese sozialpsychiatrischen Beratungsstellen, die sollten viel mehr in Erscheinung treten. In Bezug auf Niedrigschwelligkeit kann da ganz viel getan werden. Und jeder Verein, der sich gründet in Bezug auf Depressionshilfe zum Beispiel, ist Gold wert, weil sich Menschen da treffen, die das gleiche Schicksal erleiden.
Merle hat es geschafft, ihre Depression zu überwinden. Man kann die Krankheit besiegen, wenn man sich Hilfe sucht und sie vor allem dann auch bekommt. Davon ist Merle überzeugt. Heute lebt sie mit Mann Marco und Hund Lemmy zusammen und kann sagen: Ich bin glücklich. Wenn Sie selbst depressiv sind und an Suizid denken, kontaktieren Sie bitte umgehend die kostenlose Hotline der Telefonseelsorge. 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder 0800 3x die 1 0 3x die 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.